Herzlich willkommen zum Was wäre, wenn für Dysnomia? Das wird, glaube ich, sehr spannend, denn ähm, ja. Ich, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, ob manche von euch das gut oder schlecht finden oder krass, dass die jetzt gestorben sind. Ähm, das war so nicht geplant, aber es war eben von Anfang an eine Option. Also es ist jetzt kein forcierter Tod der Jungs auf jeden Fall, sondern ich habe jetzt einfach mal völlig unnachgiebig gewürfelt und kritische Treffer, kritische Treffer sein lassen. Ähm, ich versuche zu umreißen, was eigentlich auf Dysnomia geschehen ist, was man hätte finden können, was die Jungs nicht gefunden haben und wo wir vom Weg abgekommen sind. Aber mal einen Schluck nehmen. Hm. Ich weise nochmal darauf hin, dass die, die Struktur von dem Abenteuer ist eben anders, als das vorher so war, bei Tiers und Beards zum Beispiel. Es ist kein klarer Storystrang, dem man nachgehen kann, sondern die Jungs können halt so von Punkt zu Punkt springen, Dinge ent also entdecken oder nicht. Es war hier so ein bisschen gesteuert dadurch, dass sie halt manchmal erst einen Zugangscode brauchten oder irgendwas, wobei auch die hätten sie in unregelmäßiger Reihenfolge finden können. Ähm, ich gucke gleich auch nochmal in den Chat und gehe da auf Fragen ein und gucke auch nochmal ein bisschen. Ähm, äh, schau auch gleich noch mal ein bisschen was so von euch an feedback und an fragen kommt. ich beginne aber mal direkt am anfang denn direkt am anfang war schon ein ganz wesentlicher punkt den sie verpasst haben ähm, zunächst mal die jungs haben sehr extreme charaktere gespielt das finde ich total gut. Dafür sind diese Ecken da und ich fand gerade jetzt im zweiten Teil hat man total gut gemerkt, welche Entwicklungen die einzelnen Spieler in Verbindung mit ihrem Charakter durchgemacht haben. Gerade so extrem Charaktere wie der von Budi sind mega spannend. Das ist halt ein total spannender Punkt für jeden, der irgendwie Rollenspiele kennt, wo man einen Charakter spielt, der eigentlich überhaupt nicht zur eigenen Spielweise passt. Und das ist mega frustrierend und so, wenn man dann die ganze Zeit scheitert, aber Buddy hat das total cool ausgespielt meiner Meinung nach und hat seinen Charakter durchgezogen, so wie er war. Genau das gleiche Eddie, ein voll ätzender Charakter, der halt eigentlich nichts so richtig kann und man muss eigentlich die ganze Zeit gucken, wo ist der nützlich, und man muss den ausspielen, aber man hat halt gesehen, dass, die, die, also dass den beiden der Charakter irgendwie dann doch Spaß gemacht hat. Folge davon war allerdings, dass sie gleich am Anfang, als sie Yuri getroffen haben, Yuri Gagarin hieß er, genau wie einer seiner UOOO sonst was Großväter. Ähm, leider nicht vernünftig befragen konnten. Der hätte ihnen nämlich schon erzählt, dass ein Priester nach Dysnomia gebracht wurde, was ihm auch ganz eigenartig vorkam, und er hätte diesen Priester beschrieben. Und hätten sie eine Beschreibung dieses Priesters gehabt, hätten sie nachher gemerkt, wer dieser Priester auf jeden Fall nicht war. Denn, und ich greife hier mal ein bisschen vor: die Leiche, die sie im Innenhof gefunden haben, war keineswegs der Priester, auch wenn sie die Uniform des Priesters trug. Und warum das so ist, da kommen wir gleich hin. Ich versuche es wirklich so gut durchzugehen, wie es geht. So. Dann kamen sie nach Dysnomia. Ich versuche mich an alles richtig zu erinnern. Dort hat ihnen CL1M den Eintritt verweigert. CL1M war so programmiert, dass er das tun sollte. Er wurde quasi mit der Sicherheitsfreigabe manipuliert. Es gab nämlich noch eine Sicherheitsstufe 4. Diese Sicherheitsstufe ermöglicht es einem, sozusagen auch die Druiden der Station zu beeinflussen. Sie haben mit ihm gekämpft, sie hätten auch mit ihm reden können und er hätte ihnen noch weitere Informationen gegeben. Er hätte ihnen zum Beispiel sagen, was dazu sagen können, wie es auf der Station aussieht. Ich gehe mal kurz hin. Ähm, der hätte nämlich nach verschiedenen Sicherheitsstufen gehandelt. Auf Stufe 1 hätte er ihn quasi einfach nur gesagt: Hey, ne, hier ist Dysnomia, so und so sieht es hier aus, das und das könnt ihr tun. Auf Stufe 2 hätte er ihn zum Beispiel schon gesagt, dass es eine nicht unrelevante Fehlfunktion der Grabungsgeräte gibt ähm, und dass seit vier Wochen quasi alle Funktionen der Grabungsgeräte so gut wie lahm liegen und seit zwei Wochen sogar komplett. Ähm, um Informationen zum Ursprung der Fehlfunktionen zu kriegen, erfordert es eine höhere Sicherheitsstufe. Hätten Sie ihn mit Sicherheitsstufe 3 nochmal angesprochen, ähm, wären Sie, hätte, hätten Sie erfahren, dass man bei Ausgrabungen auf ein Objekt stieß, das für vielfältige Differenzen innerhalb der menschlichen Besatzung von UK 1 sorgte. Aus diesem Grund wurde das Objekt vorerst zur Verwahrung in das Ausgrabungsgerät Nummer 4 gebracht. Ich markiere das Gerät auf Ihrer Karte. Sie hätten also viel eher von diesem Ausgrabungsgerät erfahren. Wichtig ist, sie konnten alle Türen und so konnten sie hacken. Also es war die ganze Zeit möglich. Das haben sie getan, allerdings ist das fehlgeschlagen. Dieser Fehlschlag führte zu einer kritischen Fehlfunktion. Dadurch wurde die Luft aus der Station gelassen, was wir im ersten Teil hatten. Und das Ablassen der Luft führte dazu, dass Elisa Jung, die sie später, die Frau, die sie im Lüftungsschacht gefunden haben, tot war. Denn, und jetzt hole ich einfach mal, ich verrate jetzt einfach mal, was eigentlich alles geschehen ist, denn sonst wird es gleich irgendwie schwer, alles nachzuvollziehen. Der Priester Newman Deggert war in Wirklichkeit Bruder Jacobius. Bruder Jacobius wurde vom Konzil, in diesem Fall die christliche Kirche, ich sage jetzt mal, ja, wir können es hier einfach, es ist die katholische Kirche, in, der, in einer fiktiven Zukunft entsandt, denn es wurde etwas gefunden. Was das ist, verrate ich gleich noch am Ende, das den Glauben stark in Frage stellt und dass die christliche, christlich-katholische Kirche lieber nicht hätte, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, dass das gefunden wurde. Also sollte er nach Desnoyers fliegen. Und dafür sorgen, dass niemand davon erzählen kann und dass es so aussieht, als wäre da nichts gefunden worden und die Besatzung hätte ganz von alleine Selbstmord begangen, sonst was oder verschwindet einfach. Und genau das hat er versucht zu tun. Bei manchen mitgliedern der Gruppe hat das funktioniert, bei anderen eher nicht. Er hat also am Anfang versucht, die Leute zum Selbstmord zu bewegen. Bei Anik Barth, dem indischen Besatzungsmitglied, dem Simon netterweise den Kopf abgedreht hat, hat es nicht funktioniert. Hätten sie ihn besser untersucht. Hätte Anik noch gelebt. Allerdings schlug das fehl, und sie wussten nicht, dass er noch lebt, haben ihm dann den Kopf abgedreht. Er wäre allerdings auch nur noch ganz entfernt ansprechbar gewesen und mit einer sehr guten Probe wieder so richtig gerettet. Sie hätten ihn aber retten können. Ähm, und sie hätten festgestellt, dass er einen Stich im Nacken hat, der bis quasi in die Wirbelsäule ging. Das heißt, er wurde in Wirklichkeit von Animus getötet, diesem Attentäter-Roboter. Dieser Roboter war in der Kabine von Human Daggard in einer Kiste verstaut. Die Kiste wurde im Lagerprotokoll auch erwähnt. Ein persönlicher Gegenstand. Ähm, hätten sie da noch mal nachgefragt, hätten sie da auch nicht mehr Infos bekommen. Aber sie hätten eben, also es wäre ihnen quasi aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist auch die Kiste, die unter dem Bett von Human Dagger die Schleifspuren verursacht hat. Er hat quasi Animus freigelassen. Dann, äh, wie gesagt, Elisa Jung ist erstickt. Dylan Miller war in Wirklichkeit die Leiche im Innenhof. Dylan Miller wurde nur in die Uniform eines Priesters gesteckt. Deswegen waren sowohl in Dylan Minders Zimmer als auch im Zimmer des Priesters keine Klamotten mehr. Der wollte nämlich die Hinweise verschwinden lassen. Deswegen hat er auch versucht, die Uniform im Klo runterzuspülen, die Dylan Miller noch anhatte. Denn irgendwo musste sie ja hin und es wäre eigenartig gewesen, wenn beide Uniformen da gewesen wären. Also wollte er die eine verschwinden lassen, eine hat er angezogen. Hm. Weil dieser Plan ein wenig spontan kam, das zu tun. Ihm kam nämlich, als er das Schiff ankommen gesehen hat, ist er quasi erst rausgegangen und hat das alles abgeschlossen. Darum haben sie auch eine Gestalt draußen rumlaufen sehen. Denn eigentlich war der Priester gerade damit beschäftigt, im Hangar den Gegenstand, der gefunden wurde, zu verladen. Ich schaue zwischendurch jetzt mal in den Chat, weil jetzt wahrscheinlich schon die ersten Fragen kommen. Ich versuche die mal zu finden. Ähm. Also so, ich äh, sehe noch keine Frage, deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. So, ähm, gut. Gut, keine wesentlichen Fragen, die ich jetzt sofort gesehen habe. Also, ähm, genau, dann ist quasi die Leiche da platziert worden. Wichtig ist da noch, Sie haben ja nach und nach die Räume durchsucht. Sie hätten theoretisch mit CL1M reden können. Das haben sie leider gerade nicht hingekriegt, denn sie haben CL1N angegriffen. Anik Barth wäre eine Option gewesen, war aber so extrem, also es war unwahrscheinlich, dass sie ihn quasi wiederbeleben. Elisa Jung hätte ganz normal leben können. Hätten sie diesen Hacking-Versuch nicht gemacht, der wäre nicht gescheit, hätten sie ganz normal mit ihr reden können. Sie hätte ihnen erzähl erzählt, was da los ist. Das ganze Abenteuer wäre natürlich extrem viel kürzer verlaufen. War ja jetzt blöd, dass sie halt versucht haben, das zu hacken und so. Ja, ähm, warte, ich muss mal hier, war eine Frage. Ich gucke mal schnell. Äh, so, das ist eine nette Frage, da gehe ich nachher noch mal drauf ein. Ähm, genau, wo war Juri? Gute Frage. Juri war im Hangar. Jetzt kommt nämlich der wichtige Punkt. Als sie dann aus diesem Zimmer kamen, haben sie ja Laserschüsse gehört, als sie dann aus dem Zimmer vom Vorsteher kamen. Ähm, das war der Punkt. Und zwar, Wären sie in den Hangar gekommen, hätten sie dort Juris Leiche gefunden. Juri hätte ein Protokoll bei sich gehabt, auf dem Gegenstände stehen, die er mitnehmen soll, und ein handschriftlich hinzugefügter Gegenstand, der eigentlich nicht auf der Liste steht. Dieser Gegenstand war der gefundene Gegenstand. Ich verrate gleich noch, was es war. Ähm, und das wollte er nicht mitnehmen. Newman Daggard wollte ihn davon, also dazu überreden, diesen Gegenstand mitzunehmen. Juri wollte, auf Teufel komm raus nicht, es stand nicht im Protokoll. Juri wollte das nicht tun. Und darum hat Newman Deggard Yuri erschossen, ihn einfach umgebracht wollte das Ganze quasi selber abwickeln und hat sich im Hangar versteckt. Wären sie in den Hangar gekommen, hätten sie Newman Deggart getroffen. Auch da hätte er sich als Dylan ausgegeben und hätte versucht, eine sehr fadenscheinige Geschichte sich auszudenken, warum das alles klappt. Diese Geschichte hätten sie aufdenken können und dann hätten sie das alles gefunden. Also dann hätten sie es auch rausfinden können. Sie sind stattdessen den Hinweisen weiter nachgegangen. Sie haben Animus das erste Mal gesehen. Und zwar als sie... Ach, die Küche, auch noch wichtig. Die Küche war die Sabotage. Das war der erste, ähm, die erste Umfrage im ersten Teil... Als als ihr nach Sabotage oder Attentat gefragt wurdet. Wäre es ein Attentat gewesen, hätte einer ihrer Anzüge hätte quasi eine kritische Fehlfunktion gehabt, als sie im Freien sind. Es wäre die Option gewesen, dass diese Person stirbt, wenn sie nicht schnell genug gehandelt hätten. Ich hätte ausgewürfelt, wer es dann ist. Stattdessen wurde dann die. so ja, ich trinke wieder Capri-Sonne, weil die hier steht und die ist lecker. Hm. Ist aber eigentlich ein Sekret. Ähm, so, und diese Option ist es dann quasi geworden. Er hat die Küche manipuliert. Wäre die Küche ganz abgebrannt, wäre quasi die Information für sie weg gewesen, dass diese Lebensmittel weg sind. Denn diese Lebensmittel standen auch auf dieser Handelsliste, in Wirklichkeit als Abfall. Hätten sie dann in den Abfall gesehen, hätten sie gesehen, dass da frische Lebensmittel sind. Also Konserven, alles, Dinge, die man noch essen kann. Denn all diese Gegenstände hätte ähm, der Priester mitgenommen in der Hoffnung, die Jungs einfach auszuhungern. Sie hatten keine Möglichkeit zu kommunizieren, er hätte sie einfach zurückgelassen zum Sterben. Und hätte quasi so getan, als wäre alles in Ordnung auf das Nomia hätte versucht, das quasi zu vertuschen. So, ich überlege gerade, wo wir waren. Genau, Sie sind dann in das Büro von Juan Alvarez, dem Vorsteher der Station. Ähm, dieser wurde umgebracht, denn er ist gläubiger Christ gewesen, hat zunächst dem Priester absolut geglaubt, hat ihm voll in die Hände gespielt. Das hätte ihnen Elisa Jung auch erzählt, hat dann aber gemerkt, dass irgendwas vor sich geht, spätestens als sich die Leichen so langsam stapelten, ähm, und hat sich eingesperrt in, seinem, äh, in diesem Kabuff. Leider hat Animus es kurz bevor die Jungs kamen, geschafft, da einzudringen und hat ihn getötet und sich danach verkrümelt. Hätten sie den Ausgang durch den Animus gekommen ist verschlossen, zugeschweißt und hätten sie sich von außen den Stationseingang genau angeguckt, was sie nicht gemacht haben, hätten sie da Kratzspuren gefunden und Pixar, die zu einem kleinen Schacht hochführen, nämlich dem Belüftungsschacht, hätten sie diese beiden Schächte verschlossen, hätte Animus nicht mehr aus der Station gekonnt. Er hätte schon noch durch den Lüftungsschacht rumkriechen können, aber sie hätten quasi alle Lüftungsschächte verschließen können, hätten sie Animus da eingesperrt. Erstmal klingt's absurd, aber sie waren kurz auf der Fährte sowas in der Richtung zu tun. Ähm, Genau. Wie hat der Vorsteher das mit der Luft überlegt? Gute Frage, der Vorsteher hatte ähm, natürlich einen Anzug an. Das habe ich leider nicht vernünftig erwähnt. Das tut mir leid, das wäre nämlich ein wichtiges Indiz gewesen. Gute Frage. Da haben die Jungs nämlich auch gar nicht nachgefragt. Also, der Vorsteher war in seinem Anzug in dieser Kabine. Deswegen fehlten auch Anzüge am Eingang. Hm. So. Wie ist Animus entstanden? Animus ist ein ganz normaler Attentäterroboter. Den hat er mitgebracht. Deswegen stand auch auf der Passagierliste ein Passagier und ein persönlicher Gegenstand. Dieser persönliche Gegenstand war die Kiste, in der Animus war. So, dann ging es weiter. Sie sind ins Freie und haben die Leiche gefunden. Diese Leiche war in Wirklichkeit Dylan Miller. Dylan Miller hat der, also Newman Daggert, Dylan Miller einfach ausgesperrt. Er hat ihn einfach nicht mehr in die Station gelassen, bis der Akku leer war und er erstickt ist. Hier ist eine Frage. Hauke, inwiefern steckt die lateinische Bedeutung von A Aminus in diesem Attentätermonster? Aminus kenne ich nicht, ich habe ihn einfach Animus genannt, weil ich den Namen schön fand für sowas. Fand die Idee nämlich sehr interessant. Entschuldigung, da habe ich nicht geiler, also habe ich jetzt nicht geiler schön stehen und jetzt nicht weiter drüber nachgedacht. Also nicht so weit wie du. Ich fand den Namen einfach gut. Ähm, genau, so weiter geht's. Dann haben die Jungs ja so nach und nach nachgeforscht, sind raus, haben diese Maschine untersucht, haben ab da eigentlich so gut wie alles gefunden, haben es aber nicht in den Hangar geschafft, dadurch ist ihnen halt ein wesentlicher Hinweis entgangen. Sie waren außerdem nicht zur richtigen Zeit. Während sie rausgeeilt, als die Schüsse waren direkt, hätten sie den Hangar offen gefunden. Es hat einfach zu lange gedauert und es gab eine Uhrzeit, wären sie nämlich kurz bevor diese Schüsse waren draußen gewesen, hätten sie gesehen, wie sich die Hangartür öffnet und hätten auch die Person quasi sehen können, wie sie rein oder rausgeht. Sie waren allerdings drin, also es war ein nicht getriggertes Ereignis, dadurch wussten sie das einfach nicht. Ähm, so. Jetzt kommen wir zu dem Wesentlichsten von allen. Dieser Gegenstand, den Sie gefunden hätten. Also es wäre auch ein mögliches Ende gewesen, dass Sie alles schaffen. Sie kommen alle auf diese, auf das Raumschiff, Sie haben alles geladen und so. Denn Sie hatten, am Ende hätten Sie auf jeden Fall Dylan Miller, a.k.a. Newman Daggart, denn er gab sich natürlich nur als Dylan Miller aus. In Wirklichkeit war das unser Priester. Bruder Jakobius nannten die ihn. Ähm, und hätten Sie, ihn, hätten Sie das alles geschafft, hätten Sie diese Kiste geöffnet. Und in dieser Kiste wäre der Gegenstand gewesen. Und dieser Gegenstand war die Tafel mit den zehn Geboten. Ich hätte quasi angefangen vorzulesen, wie die zehn Gebote sind. Ich gehe mal hin. Also ich hätte quasi erstmal angefangen vorzulesen. Ich gebe quasi das, das bestmögliche Ende wäre das gewesen. Sekunde, Sekunde. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und hier endet unser Abenteuer. Das wäre quasi eine Art kleiner Cliffhanger gewesen. Oh, jetzt habe ich hier was gelöscht. So, ähm, genau, denn... Der katholischen Kirche würde es natürlich wenig entgegenkommen, wenn bekannt würde, dass auf irgendeinem Stern, irgendwo im Sonnensystem, plötzlich die Tafel mit den zehn Geboten in einem Gebäude gefunden wird, das über, also gespickt ist mit hebräischen Schriftzeichen. Wie das alles dahin kommt, was dahin kommt, das sind alles Geheimnisse, die wir uns fürs nächste Mal, wenn wir vielleicht nochmal in dieses Universum eintauchen, aufheben würden. Allerdings ist das der Grund, warum Bruder Jakobius entsandt wurde. Er sollte einfach verhindern, dass das bekannt würde. Denn, ich sag mal, wäre kontrovers diskutiert worden, wenn das jemand rausgefunden hätte. Hätte einige Dinge, die in der Bibel stehen, natürlich in Frage gestellt. Das haben sie so leider nicht rausgefunden. Und so ist es leider vorbei mit den Vieren. Denn... Animus, Sie haben ihn zum Glück erkannt. Das war echt nicht schlecht, dass Simon das gescannt hat. Leider haben Sie den Kampf nicht gemeistert. Und ich wollte diesmal so sein, wie ich, dass wir dieses Abenteuer darum spielen, wie die auch richtig fand. Und zwar fair gewürfelt. Ähm, sie sind leider sehr schwach gewesen in dem Moment, als sie ihm begegnet sind. Das ist, ich würde nicht mal sagen, schlecht gespielt, sondern einfach riskant gespielt. Dadurch, dass er so wenig Akku hatte, er so viel Gesundheit verloren hat. Es war einfach gutes Roleplay, dass eben darin. Ja, das dann darin resultierte, dass sie einfach spielerisch nicht so gut dastanden in dem Moment, als sie dem stärksten Gegner begegnet sind. Und darum war dann irgendwann eben leider Ende. Also es war nicht so geplant, dass sie da sterben. Ich dachte ehrlich gesagt, sie sind schon auf der Zielgeraden. Ich dachte, sie schaffen es alle ins Raumschiff. Ähm, ich dachte auch, sie gehen Animus aus dem Weg. Ich habe so ein bisschen ihre Kampflust unterschätzt und dann war es das. Hier schreibt schon jemand, der Papst hat gewonnen. Ja, da so ist es. Der Papst hat diesmal gewonnen. Alle sind tot. Der Papst hat gewonnen. <laughs> mm -hmm. So. Und jetzt lese ich mal ein bisschen Fragen, ob da welche sind. Ich gucke mal nach. Hm, hm, hm. Ähm, genau, ja, wichtig ist natürlich, er wollte halt mit dem Raumschiff weg, weil er keine andere Möglichkeit hatte, unauffällig runterzukommen. Ich lese mal nach. Äh, ich lese gerade, sehe ich keine wesentlichen Fragen. Was wäre das schlimmstmögliche Ende gewesen? Ähm, das allerschlechteste Ende wäre natürlich gewesen, sie wären Animus das allererste Mal begegnet, wären da gestorben. Oder sie hätten beim, beim, also als die Luft, hätten sie nach diesen 30 Sekunden keinen Helm aufgehabt, hätten sie rumdiskutiert, hätte ich sie ersticken lassen. Ich hätte ihnen nochmal eine Chance gegeben, sich gegenseitig zu helfen, aber das wäre es dann gewesen. Dann, ähm, sie hätten den Strom halt nicht wieder ankriegen können, das hätte das ganze Abenteuer extrem erschwert. Sie hätten halt keine Tür mehr hacken können, sie hätten nichts mehr richtig öffnen können, sie hätten immer alles quasi aufbrechen müssen mit Gewalt. Das wäre natürlich auch ziemlich schwierig gewesen, ähm, aber das war schon, ja. Genau, den Akku hätten sie laden können. Ich weiß, das haben sie irgendwie die ganze Zeit nicht gemacht. Außerdem war, als ähm, Ani am Boden lag, hätten sie auch Anis Akku nehmen können. Darauf ist nur einfach keiner gekommen, scheinbar in der Situation. Und so konnte Simon den Todeslaser leider kein zweites Mal einsetzen. Ein zweiter Treffer hätte tatsächlich Animus zerstört. Warum hat er sie aufs Raumschiff gelassen? Ähm, ich glaube, weil er einfach auf Nummer sicher gehen wollte, nachdem er gesehen hat. Also was heißt ich glaube? Ich weiß es ja, weil ich er bin. Äh, weil er einfach gesehen hat, hey. Es wäre für mich viel besser, wenn ich die Jungs einfach im Raumschiff umbringe. Ich meine, da kommt ein Wissenschaftler, der offensichtlich nicht kämpfen kann, und ein Typ mit einem angeschossenen Bein angehumpelt. Allerdings war es auf jeden Fall so, dass. Ähm ja, dann quasi einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich hielt er es einfach für irgendwie wertvoll. Das weiß er, ich weiß nicht, ich weiß es. Ich habe erst überlegt, dass er gar nicht fliegen kann, das fand ich dann aber blöd, einfach unschlüssig, weil wenn so jemand geschickt wird und ich fand es einfach fürs Ende irgendwie schöner, weil sie so mehr erfahren haben. Also das war der einzige Punkt, wo ich die Logik ein bisschen gebogen habe. Ihr habt schon recht, es wäre natürlich sinnvoller, wenn er sie einfach gar nicht drauf gelassen hätte. Hätten sie Animus wirklich besiegen können? Ja, sie hätten Animus auf jeden Fall besiegen können. Hätten sie sich zum Beispiel entschieden, eine Waffe zu bauen, anstatt einen kleinen Raben, dann. Wäre das. Also, eine Harpune zu bauen, ist zum Beispiel nicht schwer. Hat halt keiner gemacht. Ja. Ähm, so, ich lese nochmal noch weitere Fragen. Wie wäre das Ganze ausgegangen, wenn Sie Animus bezwungen hätten? Sie hätten das natürlich alles rausfinden können. Sie hätten durchschauen können, was los ist. Sie hätten, also, hätten Sie gewusst, wie Dylan Miller aussieht, äh, wie, wie Newman Deggard aussieht, in Wirklichkeit, also der Priester, dann hätten Sie den Priester getroffen, der gesagt, ich bin Dylan Miller und hätten gleich gesagt, nee, du bist das nicht. Du siehst halt nicht so aus wie Dylan Miller. Du siehst einfach anders aus. Sie haben leider niemanden getroffen oder niemanden am Leben gelassen, der wusste, wie Dylan Miller aussieht und niemanden, der wusste, wie Newman Deggart aussieht. Und so wussten sie einfach nicht, wer vor ihnen steht. Hätten sie das gewusst, hätten sie sofort diesen Schwindel erkannt, hätten theoretisch ihn bedrohen können, er hätte nichts mehr machen können, sie hätten ihn in die Kiste gesehen, das Ganze aufgedeckt. Zwei Fragen. Erstens, hätte Chet mit Tanzen den Miller entwaffnen können? Ey, mit kaputten Beinen. Ich hätte ihn würfeln lassen. Auf jeden Fall. Aber ich hätte es erschwert. Aber es wäre eine solide Chance gewesen. Zweitens, hätte. hätte Simon gerettet werden können. Sein Akku war ja nur leer. Ja, Simon ist nicht tot. Den Akku rein, neun oder so. Und dann geht's wieder. Ach, die Flüssigkeit in der Belüftung. Die Flüssigkeit in der Belüftung war eine Form von hydraulischer Flüssigkeit. Also. Animus ist quasi auf, irgendwie angeschlagen gewesen. Auch das, hätten sie das gewusst, hätten sie zum Beispiel auch gewusst, eine gute Frage, das habe ich völlig vergessen. Das wäre Animus Schwachstelle gewesen. Also, sie hätten gewusst, dass Feuer in irgendeiner Weise ihm scheinbar was anhaben kann. Denn dieses Öl. Und sie hätten natürlich gewusst, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch die Option, dass das, was sie da gesehen haben, irgendein Tier, ein Alien oder sowas ist. Sie hätten gewusst, ist es nicht. Das ist irgendeine Maschine. Und hätten halt noch besser gewusst, wie sie dem entgegentreten können. Also, was sie dagegen machen können. Das wäre einfach ein Tipp gewesen. Und hätte äh, etwas Menschliches dann hätten sie da ein weiteres crew quasi gefunden. Also dann hätte ich gesagt, dass Juan noch mal versucht, sich da hochzuziehen und sie hätten noch mal kurz mit ihm reden können. Er hätte ihnen noch was verraten, hätte zum Beispiel noch mal der Priester gerufen oder so, je nachdem, wie sie reagiert hätten. Also ich habe quasi da gedacht, das wäre eine nette Möglichkeit für Dings. So, ein, zwei Fragen mache ich noch, aber dann was stand in der Pyramide an der Wand? Habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht genau überlegt. Ich hätte halt einfach gesagt, es waren klassische Texte, die irgendwie wie Bibelzitate wirken. Ich hatte mir so ein paar Bibelstellen rausgeschrieben, die irgendwie aus dem ganz frühen Buch kommen und sowas. Und das dachte ich, wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Allerdings habe ich mir da keine weiteren Gedanken gemacht, weil mir schon klar war, hey, Althebräisch ist einfach, es hätte sie zu lange aufgehalten. Sie hätten ewig versucht, das zu deuten und so, und ich wollte sie da einfach voranbringen. Stimmt, war eine Lücke in der Füllung. Wäre wahrscheinlich spannender gewesen. Warum waren da Ziegelsteine? Ja, weil das gebaut wurde von Menschen. Also es wurde irgendwann mal von Menschen erbaut. Den Menschen, die die Tafel mit den zehn geboten hatten. So. Jetzt kommt dritter Teil, also Fragezeichen. Dritter Teil, in dem die Crew geschickt wird und, äh, und 1-0 findet, Fragezeichen. Vielleicht eines Tages. Äh... Ja, also ich glaube ich sag mal was abschließend. Ähm ich finde, es war sehr schön. Ich fand den ersten Teil, kann man auch offen zugeben, noch ein bisschen zäh. Ich glaube, weil ich mir so ein ernstes Szenario überlegt hatte und die Jungs so lustige und ganz ausgefallene Charaktere hatten, das fand ich spannend. Hätte da ein bisschen schneller drauf reagieren können. Jetzt im zweiten Teil hat es einfach viel besser funktioniert. Das lag aber an den Jungs. Die Jungs haben sich einfach besser in die Charaktere gefügt und so, haben viel besser damit interagiert, was eigentlich gerade los ist. Und das hat dem Ganzen total geholfen und heute viel mehr Tempo reingebracht. Heute hat es richtig Spaß gemacht. Ähm, Wobei es letztes Mal auch Spaß gemacht hat. War ein witziges Abenteuer. Ähm, dann fand ich es insgesamt sehr rund, auch wenn die Jungs nicht viel entdeckt haben. Es war jetzt krass, dass sie gestorben sind. Fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, weil ich eigentlich fand, dass sie gar nicht so schlecht gespielt haben. Allerdings so ist es dann halt. Sie waren auf das, was sie erwartet hat, nicht so gut vorbereitet und so scheitert man halt auch mal. Ich glaube, jeder Rollenspieler erlebt mal diesen traurigen Punkt, an dem sein erster Charakter stirbt und das ist dann das ist dann halt manchmal so, ne? Und gehört halt dazu. Ähm, dann nochmal ein dickes Danke auch an euch. Ich fand, ihr habt wieder toll mitgemacht, es haben echt viele Leute zugeguckt. Es war total irgendwie konstruktiv. Mir hilft der Chat an vielen Punkten noch echt, wenn irgendwie ich merke, hey, wie kommt das eigentlich an? Ist das, ja, fällt eure Stimmung gerade so ein bisschen? Macht es gerade nicht so Spaß? Weil manchmal merkt man es am Tisch gar nicht so. Am Tisch hat man das Gefühl, ey, das ist ein cooler Austausch, wir kommen gerade gut voran und für euch zieht sich's. Das finde ich dann auch immer total spannend. Ähm, ja, jetzt die Frage, wann das nächste Pen and Paper? Ich habe noch kein genaues Datum. Wir wollen es auf jeden Fall so regelmäßig wie bisher ungefähr halten, dass wir es monatlich mal machen. Jetzt ist aber ein wichtiger Punkt, dass wir alle ein wenig merken, dass nach moreton Manor, das sowohl euch als auch uns so gut gefallen hat, man einen gewissen Druck verspürt. Man immer denkt, hey, das muss jetzt auch so wieder so gut werden. Und wir haben. Ehrlich gesagt, noch ganz viele witzige Ideen. Neben Tiers, das ja irgendwie weitergehen soll, gibt es halt auch noch die Idee, entweder weitere Zwischenabenteuer zu machen oder eine leicht andere Variante, zu der ich noch nicht so viel sagen möchte. Es geht auf jeden Fall ganz normal auch mit Spitze Stifte weiter und das auch zeitnah, aber es könnte auch sein, dass wir eine ja, Sommerpause, wäre falsch gesagt, eine Sommerkreativabwandlung machen, in der es absolut normal Spitze, also in der es Pen and Paper geben wird, aber vielleicht noch nicht in dieser. Vierer-Besetzung sich Fünfer-Besetzung, sondern in den abgewandelten Dingern. Das ist aber noch nicht final, also interpretiert noch nicht so viel rein, vielleicht wird das auch alles nichts. Das ist nur gerade so eine Idee, die im Raum schwebt. Es könnte auch ganz normal mit einem One-Shot weitergehen oder mit Tiers, wartet da einfach auf die Ankündigung, verfolgt die Kanäle Twitter, Facebook und alles, was es sonst noch so gibt. Ähm, ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch bei allen anderen Pen- and Paper-Formaten und allem, was ihr sonst noch so an hervorragenden Formaten läuft, dabei seid. Danke an alle Leute, die sonst so mitwirken. Danke an das äh, Wiki-Team, die mir auch immer zur Seite stehen. Danke an alle, die Feedback geben, sowohl in Forum, Reddit als auch auf allen sozialen Medien. Dankeschön. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss und bis bald.